Ich habe mich schon immer nur als Deutscher gefühlt. Für West- und Ostdeutsch, also Bessie und Ossi, halte ich für sehr unpassend. Denn man hat uns diese Begriffe bereits 1944 auf der Konferenz in London gegeben, denn dort wurde Deutschland auch schon aufgeteilt in die vier Sektoren. Hätte man Deutschland in der Mitte durchgeschnitten, dann wäre es Norden und Süden gewesen und da wäre alles ganz anders gekommen. Und für mich gibt es nur Deutsche. Also die Sprache ist uns allen beiden gleich. Es gibt immer noch Vorbehalte, das ist klar, die wird es auch noch geben, wenn man sich überlegt, dass man heute noch über die Preußen schimpft, obwohl die seit 1918 nicht mehr vorhanden sind, wird es auch noch eine ganze Zeit lang über Ost und West Differenzen geben, das ist ganz klar. Also als erstes muss der Westen definitiv endlich mal sagen, dass man das, was man bei der Wiedervereinigung versprochen hat, die blühenden Landschaften, was Herr Kohl uns gesagt hat, dass das damals etwas zuvor gegriffen war. Denn Kohl wollte das wirklich, glaube ich auch, aber er wusste eben nicht, dass die Westverträge wegfallen, dass die Sowjetunion zerfiel und nach dem Motto, alle arbeiten weiter und das Erwirtschaftete wird weiterhin nach Russland gegeben, das fiel alles weg. Auch heute noch gibt es viele, die sagen, ich war noch nie im Osten, wieso soll ich die ganze Zeit Solidaritätszuschlag für die bezahlen? Ich will von denen nichts. Das finde ich falsch. Also man sollte schon was machen. Das sieht man ja auch an mir. Ich bin seit über 20 Jahren jetzt hier, bin Braumeister und helfe hier, dass es weitergeht mit meiner Arbeit und werde noch eine ganze Ecke hier bleiben.